Heute präsentiere ich eine Spielform des Fußball-3s, bei der hauptsächlich 2-gegen-1-Situationen provoziert werden sollen. Man spielt 3 gegen 3 auf 4 Tore, wobei ein Spieler der gelben und der roten im eigenen Defensivdrittel bleiben muss. Das heißt, der rote Spieler, wenn rot von oben nach unten spielt, darf dieses Drittel nicht verlassen. Er darf in diesem Drittel mit ins Spiel einbezogen werden und den Ball erhalten. Er darf aber dieses Drittel nicht verlassen. Er kann aber den Ball von dort auch wieder jedem beliebigen Spieler zuspielen. Ziel des Spiels ist es, dass hier das 2 gegen 2 im Mitteldrittel gewonnen wird und die Spieler in die Schusszone kommen. Und in dieser Schusszone soll dann eine 2 gegen 1 Situation entstehen. Bei dieser 2 gegen 1 Situation kann man entweder den Defensivspieler, sei es ein Verteidiger, der nur mit den Füßen hin darf an den Ball, oder sei es ein Torhüter, der auch seine Hände benutzen darf, coachen. Andererseits kann man auch das Offensivspiel der zwei Roten, die hier gegen den einen Gelben spielen, coachen und Tipps geben, wie man sich hier am besten verhält. Diese Spielform provoziert sehr viel 2 gegen 1, weil diese zwei Spieler, die also nicht in Ballbesitz sind, hier dieses Abwehrdrittel nicht betreten dürfen. Sollte es hier zu lange dauern, bis ein Abschluss vollzogen wird, kann man hier in der Schusszone im Angriffsdrittel für die Roten auch noch eine Zeitbegrenzung mit aufnehmen. Ich hoffe, die Übung gefällt euch und bis zum nächsten Mal.